Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Teil meines Unity Rush Hour Tutorials. In diesem Video werde ich Steinvariationen einrichten und den Levelwechsel implementieren, wenn der Spieler das Brett verlässt. Zuerst erstelle ich einen neuen Ordner für die Prefabs und ziehe die bereits bestehenden Game Objects in diesen Ordner, um daraus die Board und die Stone Prefabs zu erstellen. Dann erstelle ich aus dem Stone Prefab eine Prefab Variant, die den großen Stein repräsentiert. Hier muss ich kurz die Collidergröße korrigieren. Und dann kann ich in der Prefab Variant diese Collidergröße überschreiben, sodass wir einen Stein haben, der 3 Units lang ist anstatt 2. Dann erstelle ich eine weitere Prefab-Variant für den Spielerstein. Weise ihm den Player-Tag zu. Dann ein Rigid-Body, denn dieser Stein muss ja in der Lage sein, mit dem Ziel-Trigger, den ich noch einbauen werde, zu interagieren, damit wir erkennen können, ob der Spieler das Board verlassen hat. Und zu guter Letzt bekommt der Spielerstein ein eigenes Material, in diesem Fall blau, damit wir ihn auch wiedererkennen. Den bestehenden Stein in der Szene lösche ich dann und ersetze ihn durch den Playerstone. Als nächstes erstelle ich den Trigger, der feststellt, ob der Spieler das Brett verlassen hat. Dazu kopiere ich mir den Exit Wall Collider, schiebe ihn hinüber und mache ihn zu einem Trigger. Außerdem bekommt er ein eigenes Skript, damit ich die Kollision mit dem Spielerstein testen kann. Damit der nächste Level geladen werden kann, brauche ich einmal den Unity Engine Scene Management Import und eine Variable Next Level Name. Dann, wenn ein Trigger den Collider berührt, prüfe ich, ob der Tag dem Playernamen entspricht und starte eine Coroutine, die den nächsten Level lädt. Darin warte ich für 2 Sekunden und sage dann dem Scene Manager, dass er den entsprechenden Level laden soll, den wir in der Variable festgelegt haben. Damit ich den Spielerstein während des Ladeprozesses nicht mehr bewegen kann, muss ich den Spieler sperren können. Dazu erstelle ich im Stone Movement Script eine neue Variable Input Enabled, die ich dann in den entsprechenden Funktionen verwenden kann, um die Eingaben zu blocken. Damit diese Eingaben auch von anderen Skripts deaktiviert werden können, erzeuge ich eine Public-Methode, die diesen Wert deaktiviert.
Um das Ganze zu testen, kopiere ich jetzt den bestehenden Level. Und wenn ich nun den ersten Level beende, sollte der zweite Level geladen werden und man sieht, ich kann den Stein nicht mehr bewegen, sobald der Trigger betätigt wurde, und der zweite Level lädt dann den ersten Level wieder. Um das Ganze weiter zu testen, erstelle ich noch einen dritten Level mit einem etwas komplexeren Puzzle, der dann wiederum den ersten Level lädt. Und damit haben wir den Prototypen für das Rush Hour Spielkonzept fertiggestellt. Wir sind jetzt in der Lage, Spielsteine zu platzieren, neue Level zu laden und mit ein bisschen extra Arbeit könnt ihr die Prefabs aufpeppen und mit 3D-Modellen versorgen oder die Blöcke texturieren oder was auch immer ihr machen wollt. Wie immer hoffe ich, dass ich euch ein paar kleine Kniffe beibringen konnte, die euch in eurem Unity-Leben weiterhelfen. Nächste Woche geht's weiter mit der englischen Version dieses Tutorials und danach, wie immer, mal gucken. Aktuell experimentiere ich ein bisschen mit Godot. Vielleicht wird ja auch da ein Tutorial draus. Wir schauen mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.